Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, wieder ein Türchen beim Adventskalender. Heute Türchen Nummer 4. Und ich behalte die Reihenfolge jetzt einfach immer bei, weil ich das ganz gut finde. Also zumindest die, die hier jetzt so auf dem Tisch liegt. Der IKEA Adventskalender kommt als erstes. Und die 4 haben wir. Die 4, wo ist die 4? Da. Da ist die 4. Und mal gucken. Oh, jawohl, heute ist wieder ein Bildchen drauf. Ah ja, da gucken wir uns auch erst das Bildchen an. Und zwar, zack, los geht's. Jawohl, ein tanzendes. Und wir haben, ach, das Rezept von den Zimtschnecken. Ja, das Rezept von den Zimtschnecken, das habe ich schon eine ganze Weile länger. Aber ich sehe doch, Kardamom ist auch dabei beim Teig, genau. Ja, das sind diese Schnecken, die man bei IKEA immer kaufen kann. Könnt ihr das einigermaßen erkennen? Also wenn euch das Rezept interessiert, dann macht ihr jetzt einen Screenshot. Und ja, die gehen ziemlich einfach. Man macht einen Hefeteig. Der einzige Unterschied bei diesem Hefeteig ist, dass da 10 Gramm gemahlener Kardamom noch mit dazu kommt. Und der ist wichtig, weil sonst schmecken die nicht, wie die normalerweise schmecken. Und ein Päckchen Vanillezucker. Ansonsten macht ihr einen ganz normalen Hefeteig mit 700 Gramm Weizenmehl und dann eben und 300 Milliliter Milch, genau. Und dann halt Zucker und ach so, 100 Gramm Butter ist auch noch wichtig von der Menge her und ein Ei und den Rest könnt ihr dann so wie nach Geschmack, ne, machen. Genau, also Zucker kommt noch mit rein, ein Würfel Hefe, eine Prise Salz, obwohl hier mehr draufsteht, aber ich weiß nicht, ob ich so viel Salz nehmen würde. Genau. Und ja, dann vermengt ihr theoretisch die Sachen und Hefeteig muss ja richtig bearbeitet werden, so lange, bis er überhaupt nicht mehr klebt. Dann ist er gut. Dann rollt ihr die ganze Sache aus. Also wenn der Teig gegangen ist, dann rollt ihr den aus und macht euch dann so eine. Also ich mische immer Butter mit Zimt und das bestreiche ich dann großzügig. Bestreiche ich das Mittelteil und dann wird es aufgerollt, geschnitten, ab im Backofen und dann hat man solche Schnecken. Die sind mega lecker. Aber mein Rezept ist noch ein bisschen anders. Wenn ihr da Interesse habt, dann kann ich euch das mal schicken. Genau, so. Und die Schoki ist heute. Ich habe gar keine Lust jetzt auf Schokolade gerade. Ich habe noch nicht mal gefrühstückt. Es ist gerade mal 9 Uhr. Ich bin heute ein bisschen später aufgestanden. Erst um 7 statt um 6. Genau, ja. So, ich probiere mal. Lecker, ein bisschen nussig. Ja, so ein bisschen Haselnuss. Auch so eine Creme wieder drin. Ja, Haselnuss. Ist lecker. Aber für das Frühstück ein bisschen zu süß. So, in dem Kalender hatte ich heute Sonnenklar. Sonnenkraft. Sonnenklar. Ja, ich beeile mich heute ein bisschen, weil ich heute noch ziemlich viel auf dem Plan habe, was ich noch zu tun habe. Deswegen möchte ich das jetzt mal so ein bisschen schneller abarbeiten. Und mache direkt weiter mit Plottermarie. Und da kommt ja heute ein, soll ja ein Video dazu kommen. Ich muss mal gucken, wie ich euch das alles zeigen kann. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob dieses Video nur für die Adventsgruppe ist oder ob das ein öffentliches Video sein wird bei ihr auf dem Kanal. Da werde ich mal nachschauen. Aber wir öffnen auf jeden Fall erstmal das Päckchen. Und dann hole ich gleich nochmal die anderen Teile, die ja zu dem Tag heute dazugehören. Ah, jetzt ist die Tüte ein bisschen angerissen. Achso, und ich hatte vorher schon gefühlt und es war weich und ich konnte es irgendwie nicht einordnen. Ah, jawohl, hier haben wir heute einen Plottermarie-Notizblock. Cool, mit, ja, die sehen alle gleich aus. Mit Watercolor ein bisschen und ja, das Emblem natürlich. Ja, cool. Und diesen Stift, den habe ich schon mal bei ihr gesehen. Den kann man irgendwie aufschrauben. Genau so. Und dann kann man dieses Teil, konnte man, ja genau, kann man abmachen. Und dann kann man ein Zettelchen, den man beplottet hat zum Beispiel, oder wo man was Schönes draufgeschrieben hat, kann man hier reinmachen. Und dann macht man das Röhrchen wieder drüber.
Steckt alles wieder rein, wie es hingehört. Schraubt den Stift wieder zusammen. Ups. So, jetzt muss ich mal gucken. Das braucht jetzt ein bisschen. Na. Ja. Ah ja. Okay, jetzt ist er. Nee, doch nicht. Na, sag mal. Hake ich das jetzt hier ein oder nicht? So, genau. Jetzt ist er eingehackt. Und dann schraubt man es wieder zu. Und dann hat man eben einen personalisierten Kugelschreiber. Habe ich tatsächlich schon mal überlegt, ob ich den bei ihm, bei ihr im Shop bestelle. Und war immer ein bisschen zu geizig. Ich weiß auch gar nicht mehr, was die kosten. Und ein Bleistift, komplett naturbelassen, außer einmal steht, ach, könnt ihr nicht sehen, aber da steht, ne, kriegt die Kamera nicht hin, da steht plottermarie.de drauf. Ja, cool, kann man immer gebrauchen. Und ich hole jetzt einmal, ich mache euch auf Pause, hole einmal die anderen Sachen, die noch quasi zu dem Tag heute dazugehören. Und dann werde ich mal auf der Internetseite gucken, was denn heute alles zu diesem Türchen gehört. So, in Tütchen Nummer 2 habe ich alles aufbewahrt, was von 1 bis 4 jetzt in den Tüten war. So, und zwar war an Tag 1 diese Vinylfolie, die bedruckbare. An Tag 2 waren diese Holzkarten drin. Am Tag darauf war ein Gutschein inklusive dieses schönen Papiers. Und heute die Sachen. Und jetzt hole ich euch mal kurz auf meinen Bildschirm. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich das hier nicht rausschneiden muss, dass ich das alles so zeigen kann. So, also, hier steht, guten Morgen, juhu, Mann, sind 4 Tage lang. Heute ist das erste Projekt dran. Nehmt euch den Inhalt der letzten Tage, einen Tee und ein bisschen Zeit. Jetzt wird verwurstet. Danke an Irina Hufnagel, deren Dateien ihr bei Plottermarie UA hier findet. Die von heute sind natürlich in der Box. Okay, und dann geht man halt da drauf und dann kriegt man den Download. Und mich, was? Gacker? Für die, achso, Gacker, lachen meint sie. Oh, jetzt habe ich es. Für die Dateien, die zum heutigen Türchen gehören. Achso, hier kann man noch mehr lesen. Die Tagesinfo und die Dateien findet ihr hier zum Herunterladen. Okay, das ist hier, aber das ist auch ein Download, da muss ich mal gucken. Den Baum findet ihr hier. Okay, von Pixabay. Zum Video geht es hier entlang. Gut, also ich mache euch einmal auf Pause, gucke mir das Video einmal an und ja, gucke dann halt, ob das Video für euch geeignet ist oder nicht. Und wenn ich das zeigen kann, wenn das ein offizielles, normales Video ist, dann bleibt alles so, wie ich es aufgenommen habe. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt schon gesehen, dass ich hier was drüber gemacht habe. Also über diesen Teil hier. Damit ihr das halt nicht seht, weil das dann halt ein Link ist, der nur für diese Gruppe ist. Und das möchte ich natürlich dann nicht einfach zeigen, wenn das nicht gewünscht ist. Genau. Und ja, ansonsten werde ich euch einfach nur erklären, was man jetzt damit machen könnte, was die Idee war. Gut, also ich mache euch kurz auf Pause und gucke mir erstmal das Video an. So, da bin ich wieder. So, wie ihr bemerkt habt, war das Video verblendet. Also ihr konntet nicht sehen, den Link zu dem Video nicht sehen, weil der tatsächlich nur für diese Weihnachtsgruppe ist. Das ist nicht auf ihrem Kanal öffentlich, also gehe ich davon aus, dass es nur für den Adventskalender ist, sonst hätte sie es ja öffentlich gestellt. Und im Video habe ich bemerkt, dass in dem Türchen Nummer 4 war noch was drin, und zwar eine schwarze Vinylfolie, die wir auch brauchen für den, für die Teile, die wir halt heute machen. Diese Sachen hier, diese 3 Sachen, kann man jetzt noch an die Seite legen. Die wird man heute noch nicht brauchen. Man kann sie aber benutzen, um sie dann zu verschenken. Ich habe Screenshots gemacht in dem Video
um euch zu zeigen, was sie aus den Sachen gemacht hat, weil ich möchte die jetzt nicht machen. Ich habe heute keine Zeit dafür, aber damit ihr die Beispiele dann seht, was sie damit gemacht hat, zeige ich euch das. Und was man heute auf jeden Fall braucht, ist diese Vinylfolie, diese bedruckbare Folie kann man heute benutzen und auch dieses hier. Genau wie eine der Postkarten und die andere soll man an die Seite packen für ein anderes Projekt. Eventuell könnte man auch den Gutschein verwenden und weiter verschenken. Muss man natürlich aber nicht. Das sind so die Sachen, mit denen sie dann heute gearbeitet hat. Und ich gucke jetzt mal, wie ich das nach und nach mache, um euch zu zeigen, was eben da heute so noch drin war. Ich nehme euch wieder mal auf meinen Bildschirm und als erstes seht ihr ein Bild, was sie uns kostenlos quasi dazu gegeben hat. Das ist ein Schneemann. Genau bei dem hat sie das gehört halt dazu. Dann hat so, ich musste ganz kurz einmal was löschen, was ich noch gar nicht zeigen wollte. Und jetzt muss ich wieder mal in meinen Ordner und muss jetzt nochmal gucken, dass ich euch das richtige Bild zeige. Genau, dann gab es so eine Verpackung heute. Das ist eine Datei für den Plotter, die man dann eben ausschneiden kann. Und es gab noch diese Datei hier mit dem Frohe Weihnachten, was man auch ausschneiden kann. So, das waren die Dateien, die wir heute bekommen haben. Und jetzt zeige ich euch einmal ganz kurz, was sie aus den Sachen gemacht hat. Als erstes hat sie einen Geschenkanhänger gemacht. Genau, es gab noch kostenlos dieses Bild. Das gibt es bei Pixabay. Das hatte sie verlinkt. Ich werde es euch auch unten im Video verlinken, falls euch dieser Tannenbaum hier gut gefällt. Den kann man bei Pixabay kostenlos runterladen und kann den eben auch benutzen. Genau, so als nächstes hat sie gemacht, aus diesen Karten hat sie diese Holzkarte gemacht mit der schwarzen Vinylfolie. Die hat sie da oben drauf geplottet. Sie hat vorher diese Karte angemalt und dann eben mit Vinyl das ausgeschnitten und dann eben draufgeklebt. Und mit der Verpackung hat sie das hier gemacht. Und zwar hat sie das Bild genommen von dem Schneemann, hat dieses glitzernde Papier, was in Tag 2, glaube ich, drin war, genommen und hat dort halt noch einen Text mit einer Kleinigkeit dazu gemacht. Und da hat sie dann in dem Fall den Block und den Bleistift reingetan. Da würde aber auch die Postkarte reinpassen, wobei man die Postkarte ja auch so schon verschicken kann. Genau, so, dann mache ich jetzt hier einmal alles wieder, mache euch erstmal weg und gucke aber trotzdem nochmal drüben auf meinem Monitor und schließe erstmal sämtliche Bilder, die ich hier nicht mehr brauche. Genau. So, ja, das waren also die Sachen, die sie damit gebastelt hat. Ja, auf jeden Fall eine coole Idee. Und wie gesagt, ich packe mir meine Sachen jetzt erstmal beiseite und ich werde dann mal schauen, ob ich das mache, was sie dann auch gemacht hat oder ob ich mir andere Sachen ausdenke. Da ist man ja ganz frei. Aber ich packe mir die Sachen trotzdem jetzt erstmal an die Seite und gucke dann erstmal in meinen Adventskalender von meiner Mausi. Mein Name ist Fruchteis. Und schaue heute nach Tag 4. Und ich glaube, ich fange mal hier so, ja, 24, da kam die 1. Genau, da war nämlich die 4 noch nicht dabei. Dann haben wir hier die 19, die 13, die 9, die 4. Ach, ich habe ein Händchen, ne? Ich kann gut gucken, wo ich anfange. Jawohl, so. Und als erstes natürlich wieder unser Bibelspruch. Am guten Tag sei guter Dinge und am bösen Tag bedenke, diesen hat Gott geschaffen wie jenen, damit der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist. Prediger 7, Vers 14. Und hier haben wir heute ein Rehlein. Ja, und ich mache euch wieder auf Pause und gucke einmal nach diesem Päckchen. So, das Paket mit dem Rehlein habe ich gefunden und ich habe schon mal ein bisschen gefühlt und geschüttelt und es hört sich sehr nach Stiften an.
Und ich überlege jetzt, was für Stifte. Ich überlege jeden Tag, was ich wo auf meiner Liste hatte. Und ich weiß es einfach nicht mehr, aber ist auch voll egal. Ich packe aus. So, achso, und meine Mausi, die hat gestern noch ein zusätzliches Video gemacht zu ihrem Adventskalender, beziehungsweise drei Videos, weil es wirklich lang war. Ich hatte nämlich mein Zimmer hier aussortiert. Ich habe hier, mir ist hier alles aus den Nähten geplatzt und ich habe einfach keine Lust mehr gehabt, immer so ewig zu suchen. Und wenn man was haben, rausholen will, und dann sucht man ewig und findet es nicht, und habe angefangen, mein Zimmer zu sortieren und habe ihr einen riesen Karton geschickt mit allen möglichen Sachen. Auch Sachen, die sie mir irgendwann schon mal geschickt hatte, und aber auch von anderen. Und also es waren halt einfach Sachen, die hier schon seit Jahren rumlagen, wo ich auch vorhatte, mal das ein oder andere vielleicht mitzumachen. Ja, aber halt einfach nicht gemacht habe. Und ja, es ist halt einfach zu schade. Auch ich hoffe, dass, falls einer von euch, wir haben ja auch zum Teil die gleichen Abonnenten, und falls ihr irgendwas gesehen habt, was ihr mir mal geschickt habt, und dann seid bitte nicht traurig, dass ich das weitergegeben habe. Es ist einfach zu schade, dass die Sachen rumliegen und niemand benutzt es. Ja, dann lieber weitergeben, und jemand macht was Schönes mit und hat Freude daran. So, ich habe das Papier so ganz vorsichtig aufgemacht, weil ich habe letztens ein Video von ihr gesehen, gestern oder vorgestern. Da hat sie mit diesem Papier hier eine Karte gemacht. Und das fand ich ganz cool. Das hat sie einfach so ausgeschnitten und hat das dann eben auf eine Karte geklebt. Noch einen netten Spruch dazu, und gut war. Und ja, die Idee fand ich super, und das Papier hat mir auch gut gefallen. Deswegen habe ich das jetzt vorsichtig aufgemacht. Dann kann ich nämlich auch so eine Karte machen. So, und hier haben wir Bleistifte. Und zwar in ganz verschiedenen, könnt ihr das sehen? Nein, in verschiedenen Stärken. 12B, 10B, 8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, 1B, HB, 2H, 4H, 6H. Also in verschiedenen Stärken, mit denen man dann eben zeichnen kann. Ja, und die sind, ich hole die mal ein bisschen raus, damit ihr das mal seht. Die sind halt, ich hole die komplett raus, ich kann sie halt danach wieder reinziehen. Habe ich hier irgendwo einen Schmierzettel? Ja, natürlich, was sonst. So, das ist jetzt hier der 10B, da muss es noch eine dickeren geben mit 12. Das ist 8, 7, 5, na. Ach hier, das wird der 12er sein. Ja, das ist der 12er. Und die malen halt so ganz weich. Und die kann man auch dann so ein bisschen verwischen, um zum Beispiel Schatten zu malen. Also wenn man so ganz, ganz vorsichtig nur aufdrückt und dann verschmiert, dann hat man eben wie Schatten. Und ja, umso höher, umso niedriger die Zahl, umso härter wird halt dieser Stift, und umso weniger lässt er sich halt verwischen. Ja, ich muss die ja jetzt nicht alle zeigen, aber zumindest mal so ein bisschen. Ja, und dann gibt es halt diese H-Dinger, die sind halt sehr fein, die sind dann halt gut, um halt so, ja, feine, ganz feine Linien zu zeichnen. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt hier. Oh, hier, diese Kamera, ne? Da ist ein Strich, den seht ihr gar nicht, der ist so fein. Also sehr, sehr fein kann man damit eben malen. Und das sind halt härtere Stifte, und die B-Stifte sind halt sehr weich. Genau, ja, und das ist voll cool. Die kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Und, ach, hier ist noch einer. Genau, da ist noch einer. Noch ein H4. Also auch einer der härteren Stifte, die man eben zum Skizzieren dann benutzen kann. Genau, da sieht man, der ist dann, da sieht man halt den Stift dann schon ein bisschen mehr. Und die wandern auch hier direkt in mein Teilchen hier. Da habe ich auch einen Kohlestift zum Beispiel drin. Muss mal gucken, hoffentlich passen die mir hier alle noch rein. Das sind hier die Stifte, die ich am allermeisten hier auf dem Schreibtisch so verwende. Ja, gerade so passen die halt rein. Vielleicht packe ich sie auch mal andersrum, damit ich die Buchstaben sehe. Aber eigentlich sehe ich ja auch anhand der Spitzen,
welchen ich jetzt gerade benutze. Ja, hier sind halt alle wichtigen Stifte drin, die ich oft benutze. So, das kommt mir dann wieder ins Teil. Das mache ich aber gleich, das muss ich jetzt mit euch nicht machen. Genau, so, und als nächstes gehe ich dann natürlich wieder auf meinen Bildschirm und gucke mit euch die Plotter-Dateien an, die ich heute noch dazu bekommen habe. Dafür mache ich erstmal, gucke ich erstmal, wo ich den Ordner jetzt überhaupt habe. Okay, ich zeige euch als erstes von Tintenrebell. Das habe ich nämlich schon runtergeladen, weil in der Facebook-Gruppe ist es noch nicht online. Aber man kriegt halt morgens direkt gleich eine E-Mail und da war es halt schon drin. Und das ist diese Datei hier. Nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Finde ich lustig, aber es ist wieder irgendwie nicht so meins. Also, ja, keine Ahnung. Ja, ist halt so, wie es ist. Ich bin da jetzt einfach ehrlich, weil was bringt mir das jetzt so zu tun, als wenn mir das jetzt mega gut gefallen würde. Also ich finde es lustig. Ich würde es auch tatsächlich irgendwo drauf machen. Wenn ich es mir kaufen müsste, würde ich es mir nicht kaufen. Also, ganz einfach so. So sage ich das jetzt mal. Und dann muss ich einmal kurz gucken auf meinem anderen Bildschirm hier. Achso, da habe ich es. Oh, ich komme schon komplett durcheinander. Genau, das ist jetzt die Seite von Tintenrebell und da war das halt noch nicht offen. Hier ist übrigens nochmal dieser Weihnachtsbaum, was ich euch gesagt habe, den ich dann auf jeden Fall runterlade und euch zeige. Ich weiß, jetzt habe ich hier Tintenrebell, jetzt habe ich aber gar nicht. Ach je, habe ich gar nicht. Tante Plotter. So, mit der mache ich jetzt weiter. Mit der würde ich jetzt gern weiter. Da ist Türchen Nummer 4, ich wollte gerade sagen. Der würde ich jetzt gern weitermachen, aber ist noch gar nicht da. Doch, natürlich ist es da. Und ich gucke auch nicht lang. Ich gehe direkt mal drauf. Oh je, hier ist aber heute viel. Da sind heute anscheinend zwei. Lieblingstag und Lieblingstag 2. Okay, ich gehe erstmal hier drauf. Heute ist mein Lieblingstag. Okay, ja, schön. Ja, vielleicht auch zum Geburtstag für jemanden. So, keine schlechte Idee. Ach so, ja, da muss ich einmal zurück. Und dann auf Lieblingstag 2. Ah, okay. Also gibt es heute tatsächlich zwei verschiedene Dateien. Und diese hier, die ihr jetzt gerade seht, gefällt mir tatsächlich besser als die davor. Ja, sehr schön. Zwei in einem finde ich sehr nett. Dann mache ich sie aber auch gleich aus. Tintenrebell mache ich auch aus, weil das ja nichts ist. Und das war halt von Plottermarie. Da habt ihr ja schon gesehen, da war ja heute wirklich einiges los in dem Kalender. Also das hat sich bis jetzt wirklich für mich gelohnt. Und also den werde ich mir definitiv wieder kaufen, wenn es ihn denn wieder gibt. Und die, ja, also wenn es den wieder gibt und es irgendwie möglich ist, dann werde ich mir den auf jeden Fall wieder kaufen, weil der hat mir bis jetzt schon richtig gut gefallen. So, ihr Lieben, da bin ich nochmal und zwar werde ich mich gerade mal hier einmal groß machen, genau, dann kann ich mich wieder besser auf die Kamera fokussieren. Ja, das war mein Türchen Nummer 4, da war einiges los. Ich habe jetzt noch einiges zu tun in der Nachbearbeitung, in der Videobearbeitung, um die ganzen Sachen zuzumachen und so weiter. Da werde ich jetzt bestimmt noch ein Stündchen dran sitzen. Euch wünsche ich auf jeden Fall einen super schönen 4. Adventstag. Genießt eure Zeit und ja, wir sehen uns ja morgen schon wieder. So schnell geht's. Und ja, gespannt bin ich natürlich auf übermorgen, ganz klar. Besonders bin ich gespannt, was Miss Fruchteis dann heute und morgen und die nächsten Tage wieder in ihrem Kalenderchen hat. Auch sie verlinke ich. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, oben in der Infobox, da ploppt das immer so auf. Wenn ich die Sachen von den Leuten aufmache, dann habt ihr da immer die Links zu den Leuten oder zu den Kanälen. Und ansonsten unten in der Videobeschreibung alle Links zu den relevanten Sachen, also die Sachen, die halt hier, die Leute, die hier genannt werden, die sollen ja auch verlinkt werden. Genau. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage
Bis morgen.